Hallo und herzlich willkommen zurück bei Mystic Quest. Wir stehen Dark Lord gegenüber. Und jetzt kämpfen wir gegen ihn. Ich nehme das Kraftschwert. Na komm her. Du hast doch gegen mich eh keine Chance hier. Ich mach dich fertig. Du bist der Drahtzieher hier, ich mach dich doch fertig, du hast doch keine Chance gegen mich. Obwohl du gut austeilst. Ich nehme mal Super Lebensenergie. Du kämpfst mit dem Schwert, also kämpfe ich auch nur mit dem Schwert. Ich heile mich nur mit Items. Ha! Hey, ich stehe hinter dir. Na komm her. Der war ja einfach. Dark Lord besiegt. Amulett erhalten. Wir haben das Amulett wieder. Eine Fälschung. Aber wo ist das Richtige? Verdammt, er war eine Fälschung? Dumme Sache. Dumme Sache. Zumindest haben wir das Amulett wieder, aber wo ist Nina? 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 Wo kann sie nur sein? Julius? Wo ist er? Hoffentlich nicht an den Wasserfällen. Da geht Nina. Warum hört die nicht auf uns? Wo geht sie hin? Nina! Wo gehst du hin? Nina, was ist los? Zu spät, Sam. Sie gehört mir. Julius. Wie? Benutze das Amulett und brich den Bann. Nina, nicht! Komm hierher! Nina? Was hast du ihr angetan, Julius? Ich bin der letzte Erbe von Vandol. Ich werde die Macht des Mana wiedererlangen. Jetzt, Nina, kehre die Wasserfälle um. Klinker, Imra, Mirion, Tinqua. Was zum... Die Wasserfälle fließen nach oben? Halt! Ha! Verdammt! Der Typ haut uns immer wieder weg, ey! Und schon wieder ist er uns entkommen. Ah, kann mich nicht bewegen. Der Chocobo, er kommt, um uns zu retten. Und er nimmt uns mit. Schau mal, Tante, ein Junge ist vom Himmel gefallen. Woher wissen Sie das, wenn Sie mich jetzt gefunden haben? Tatsächlich, ein Vogel ist auch dabei. Bogart, wie geht's dir? Ich wurde aus dem Schiff geworfen, aber Sarah rettete mich. Schön, dich wiederzusehen. Ich schaffe es nicht. Ich kann nicht. Ich werde niemals ein Gema-Ritter werden. Komm schon, halte durch. Nein! Was ist das überhaupt? Gema. Warum muss gerade ich es sein? Sam, du... Mach du es! Du bist der wahre Gema-Ritter. Red nicht. Raus! Er wollte nicht, dass du es erfährst, aber... Seit seinem Sturz kann er sich nicht bewegen. Er war sehr besorgt, als er von dem Angriff hörte. Aber er sprach immer wieder von einem Jungen. Einem Jungen namens Sam, der uns alle retten wird. Ich glaub ihm nicht, aber als ich dich sah... Sogar der Chocobo fühlte, du bist die letzte Hoffnung. Durch Bogart und den Vogel glauben wir alle an dich. Du allein wirst unsere Welt retten. Der Chocobo wird in Dr. Bow-Wows Haus behandelt.
behandelt? Ist irgendwas mit dem passiert? Chocobo, tut mir leid, aber erstmal möchte ich gerne mich hier ein bisschen neu auffrischen. Aber erstmal gucken, wie viel Zeit mir eigentlich noch bleibt. Ah gut, uns bleibt noch genug Zeit. Erstmal wieder neu auffrischen. Ah, eine Rüstung. Warum heißt die Flamme? Und eine Flammenpeitsche oder so etwas. Schätze ich mal jedenfalls. Aber Borat ist jetzt also... Krass, er kann sich nicht mehr bewegen. Nein, Borat kann sich nicht mehr bewegen. Meine Flammenpeitsche. Verkaufen. Jetzt kann ich erstmal die ganzen Pickel hier verkaufen. Die können erstmal alle weg. Ich habe nämlich jetzt den tollen Morgenstern. Und jetzt kommt das hier weg. Und das kann weg. Und das alles können wir sonst noch behalten. Eine Flammenpeitsche, die jetzt aber noch normal aussieht. Ich schätze mir jedenfalls Flammenpeitsche. Flammenpeitsche, Flammenpeitsche. Ah, gut. Dann gucken wir jetzt mal, wie es unserem Chocobo geht. Und warum wird er eigentlich behandelt? Hier ist das Subzell. Dann schätze ich mal, ist das hier Bauers Haus. Was zum... Was machst du mit unserem Chocobo? Puh, alles erledigt. Seinen verwundeten Bein habe ich behandelt. Nun kann er übers Wasser laufen. Ich habe ihn Robo-Chocobo getauft. Wie findest du das? Na, was ist mit dir passiert? Oh, du... Wir vertrauen auf dich. Sprich mit Borat, bevor du diese Stadt verlässt. Unser Chocobo kann es über Wasser laufen? Reden wir erstmal wieder mit Borat. Da ist er. Ich wusste, du würdest es tun. Hör gut zu, ab jetzt wird es gefährlich. Julius hat bereits die Macht des Mana. Nur der Ritter mit dem legendären Schwert kann ihn bezwingen. Legend? Legend? Excalibur? Genau. Dieses Schwert vertrieb auch das Böse aus Wandol. Du, wo ist dieses Schwert jetzt? Irgendwo in dieser Welt. Oh, das ist mal wieder richtig schön präzise. Geh nach Wendel und frag Zieber, er weiß mehr. Frag Dr. Bauer, wie du dorthin gelangst. Ich würde schätzen mit unserem Chocobo. Wieder rein. Geh übers Meer nordöstlich nach Wendel. Im Süden kommst du zu der Korallenküste. Okay. So. Aber ich glaube, jetzt ist schon wieder Zeit, oder? Nein, noch nicht. So. Jetzt kommen wir hier raus. Ja, unser Chocobo. Nimmst du dein Chocobo mit? Natürlich. So. Jetzt müssen wir das Schwert finden. Excalibur. Das legendäre Mana-Schwert. Und ich nehme, das Kraftschwert, habe ich das noch? Da ist es doch. Lass mich hier ein bisschen sortieren. Die anderen Waffen werde ich wohl weniger brauchen. So. Was zum Teufel, was sind das denn für Gegner? Wie viel ziehen die mir ab? Na, geht eigentlich. 5 Punkte ist eigentlich wenig. Stirb, danke. Was haben wir hier? Flammenzauber gefunden. Irgendwie so etwas. Stirbt. Und weg. Ah! Verdammt. Jetzt gucken wir mal, ob unser Chocobo wirklich über Wasser rennen kann. Na, hier nicht. Ah, hier. Juhu! Ab nach Süden! Aber ich bin hier falsch, ich muss nach Süden. Nie eine Seife.
Warte mal. Da muss ich doch eigentlich runter. Da ist ein Haus. Eine Schneeinsel? Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin. Das sieht doch eigentlich gar nicht mal schlecht aus. Gucken wir nochmal hier lang. Ah, den Ort kennen wir ja. Kann ich hier drauf? Nein. Obwohl ich auf der Brücke bin. Eigenartig. Na egal, dann gehe ich hier rauf. Irgendwie gefällt mir diese Musik hier auch. Hier. Ah, stirb, danke. So, aber bevor wir da hochgehen, mache ich jetzt wirklich einen Schnitt. Bis zum nächsten Part von Mystic Quest. Bis dann.